Liebe Genossen und Genossinnen, anlässlich des 40. Jahrestags des Bestehens unserer Deutschen Demokratischen Republik kann ich Ihnen eine frohe Botschaft verkünden, welche die Genossen vom Wärmegeräteherstellwerk in Dresden im diesjährigen Planjahr erfolgreich abgeschlossen haben. Es handelt sich um einer der modernsten Geräte, um die uns die kapitalistische Welt beneiden wird. Ein sogenanntes Küchengerät, was in der Lage ist, im Haus und auch im Feld für unsere Soldaten an der Front gegen den Kapitalismus zu bestehen. So, wie dieses Wundergerät nun funktioniert, wird sich Ihnen jetzt im Laufe der nächsten 10 Minuten erklären. Mit den besten Grüßen, euer Vorsitzender Erich Honecker. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. So, ich habe das Ding mal auf den Boden gestellt. Wenn man mal reinschaut, da ist ein Brenner drin. Weiß nicht, ob man es sieht. So, jawohl, ja. Und der wird mit einem kleinen Benzintank. Ich gehe mal kurz wieder zurück. Den man aufpumpen kann, wird der praktisch wie so eine Lötlampe ähnlich geladen. Hier in diese zwei Öffnungen kommen diese Töpfe rein, also zwei Stück mit dem Deckel. Das sind sogenannte Schnellkochtöpfe und jeder fasst, glaube ich, 25 Liter. Und damit wurde so eine Kompanie im freien Feld versorgt. Und jetzt schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Ich werde es mal probieren. Geht gleich los. Also, pumpt das Ganze auf. Tut hier natürlich vorher Benzin rein. So. So, müsste eigentlich reichen. Dann macht man das hier auf. Jo, ja, das war natürlich jetzt gut. Man sollte das vielleicht im Freien machen. Ja, also die Soldaten leben ja sowieso gefährlich. Da würde ich sagen, da war das jetzt nicht weiter wesentlich. Ich hoffe nur, dass dieser kleine Benzintank da nicht irgendwann explodiert. Aber ich schätze, der hält das aus. So, jetzt schauen wir mal, was passiert. So, ich schaue das, dass ich das mal gerade halte. So, sieht schon mal ganz gut aus. Jo, das brennt. Wenn auch der Anfang ein bisschen heftig war, aber immerhin. Das ist der Schornstein. Das ist der Schornstein, den man da hinten dran setzen kann. So, jetzt kann man ja die Deckel drauf machen. Und ja, dann geht der Punk ab. Jetzt wollen wir mal die Zeit messen. Ich habe da ungefähr so 3, 4, 5 Liter bloß reingetan. Schauen wir mal, wie schnell das geht.
Hier sind natürlich zu diesen Töpfen gehören natürlich verschiedene Einsätze noch drin. Also da sind noch Sachen drin. Also ein Untertopf. Untertopf. Und dann hier ist so ein Topf mit so Reservesachen, die man braucht. So, das lässt sich alles verstauen. Das ist praktisch eine Einheit. So, jetzt schauen wir mal. VEB Rahmengerätewerk Dresden. Baujahr 1985. Das Gute an dem Gerät ist so, es geht mit diesem Benzinbrenner, aber man kann den Benzinbrenner auch rausnehmen und unten hat man dann ein Rost, da kann man dann auch mit festen Brennstoffen, also Holz oder Kohle oder irgendwas, kann man das Ding genauso betreiben, aber ich schätze hier mit dem Gas wird es, mit dem Benzin wird es wahrscheinlich besser gehen und schneller gehen. Aber wie gesagt, man kann damit auch rein theoretisch ohne Benzin arbeiten. Jo. Die Dinger werden bei eBay gehandelt, obwohl es gibt davon nicht mehr sehr viel. Ich habe bis jetzt in den letzten Tagen, wo ich mal nachgeschaut habe, habe ich bloß einen gefunden, der wollte da 120 Euro haben. Und der sieht natürlich noch nicht mal so schön aus. Und ob er auch so gut funktioniert wie der. Und vor allem so heftig am Anfang, ist eine andere Frage. Aber ich finde das Ding eigentlich recht interessant. Das ist für Prepper wahrscheinlich was, die eine Großfamilie haben. Oder vielleicht irgendwie so rumänische Prepper, die haben ja immer so 20, 30 Mann in der Familie. Jo, jetzt schauen wir mal, jetzt lasse ich es mal 10 Minuten köcheln und dann melde ich mich wieder. So, es sind jetzt ungefähr 10 Minuten vorbei und so wie ich an den Ventil sehe, würde ich sagen, ich werde mal den Gang zurückschalten. Also laut Gebrauchsanweisung, wie es hier steht, ich weiß nicht, ob man es jetzt so laut Gebrauchsanweisung ist es wahrscheinlich die Betriebskleinküche KK 1572 und sie ist
eine tragbare Feldküche und dient zur Zubereitung von Speisen, bla bla bla, für 15 Verpflegungsteilnehmer. Naja, gut, vielleicht sind es doch keine 25 Liter, sondern 10 Liter, was da reingeht, weiß ich jetzt nicht. Hier steht was von 2x9 Liter, das könnte dann da tatsächlich hinkommen. Dann könnte das mit die 15 Teilnehmer auch hinkommen, 20 Liter, da muss an, da müssen die ganz schön reinhauen. So, Dolle. Das ist zu beheizen mit flüssigem Brennstoff, dient als Brennaggregat, Brennstoffbehälter und so weiter und so fort hat eben. Anheizzeit ist 20 Minuten mit Benzin und 30 Minuten mit festen Brennstoffen halt eben. Ja, so. Sonst ist hier sehr umfangreich, wie es natürlich bei den deutschen Bürokraten ist. Das ist die sogenannte Betriebsanleitung, die Universalbetriebsanleitung. Es gab da wohl verschiedene. Ausgabe September 1977. Der Apparat, den ich jetzt da gerade gezeigt habe, der ist geeicht 1985. Tja, damit wollten die den Westen erobern. Ja, gut, alleine schon mit der Feldküche. Aber gleich vorweg, ich habe noch eine sogenannte Schweizer Feldküche. Die ist aber in zwei Kisten verpackt. Jo, aufbauen zwei Mann. Also da sind die Kisten schon so schwer, dass man sie nicht alleine tragen kann. Jo, so, also flüssige Brennstoffe, wie gesagt, feste Brennstoffe. Man kann sie auch mit Diesel betreiben. Ja, also man muss nicht unbedingt Benzin haben. Diesel geht auch oder Petroleum geht auch. Naja, alles, womit eine Lötlampe im Prinzip auch geht halt eben. Ne? Jo, so, will ich nicht mich weiter vertiefen. Jetzt machen wir mal den Deckel auf. Ich habe den mir nicht getraut, gleich aufzumachen, weil ich nicht weiß, ob der mir entgegenspringt, wenn da so ein Druck drin ist. Ja, aua. Also es ist schon nicht ganz ungefährlich, der Apparat. Man muss immer aufpassen. Entweder wird man vom heißen Wasser erwischt oder von der Flamme. Jo. Jo. So, jetzt habt ihr also mal eine sogenannte Mannschaftsfeldküche gesehen. Aus der guten alten DDR-Zeit. Mal gucken, ob sie jetzt einfacher angeht, ohne dass sie mir gleich explodiert. Wir müssen sie selber mal hier rausmachen, nicht, dass es mir bloß hinten rausschießt. Weil ich glaube, wenn sie etwas wärmer ist, dann müsste sie eigentlich ein bisschen besser laufen. Dann schauen wir mal, wo habe ich denn hier mein Feuerzeug. Wahrscheinlich habe ich das vorhin in Panik. Ah, da ist es ja. Mal gucken, ob es jetzt besser geht. Ich werde mal die Kamera, ja, die ist weit genug weg. Aber ich denke mir, wenn die schon mal heiß ist, ist es vielleicht schon mal besser. Ui, zischt ja schon. Jetzt läuft sie schön rund. Was da brennt, ist jetzt das Papier. Weil die Flamme sieht man fast gar nicht. So. Jo, funktioniert. Alles klar. So, das war jetzt bloß ein reiner kleiner Informationsfilm. Hier sind zwei feste, ja, die kann man anfassen. Die sind sehr stabil. Das können dann, wenn es voll ist, zwei oder eigentlich vier Mann tragen. Wobei es nicht ums Gewicht geht, sondern wahrscheinlich damit es gleichmäßig getragen wird. Also man wiegt ungefähr
Gewicht wollen wir noch mal ganz kurz. Das Gewicht, Nutzinhalt, Höhe, Masse, Kilogramm. 24 Kilogramm wiegt sie. Also ohne das Wasser drinne oder die Speisen drinne. 9 Liter sind also nochmal 10, 20 Kilo. Dann kommen dann also 44 Kilo Gesamtgewicht, wenn sie voll im Betrieb ist, inklusive der kleine Behälter. Mit dem Benzin ist auch nochmal 1 Liter drinne, also rund 45 Liter Gewicht, wenn sie voll im Betrieb ist. Ansonsten, wie gesagt, bloß 24 Kilo. Ja, sieht ziemlich stabil aus. Sind jede Menge kleine Ersatzteile dabei. Und ja, sie erfüllt ihren Zweck. Und da kann man schon satt werden, ne? Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich wollte euch bloß mal eine DDR-Küche zeigen. Tschüss!